Handlungsschnelligkeit. Das ist das Thema auch dieses Filmes. Was hat es mit dem Thema Handlungsschnelligkeit auf sich? Wie kann ich es am besten trainieren? Das ist natürlich auch für den modernen Fußballtrainer von heute wichtig, denn jeder Spieler hat natürlich auf dem Feld auch das Ziel, sich an jede komplexe Situation mittlerweile anzupassen. Das Training muss ein Stück weit anders betrachtet werden, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Doch wenn man jetzt mal das Thema Handlungsschnelligkeit auseinander nimmt, was bedeutet es eigentlich? Es bedeutet, dass der Spieler des zentralen Raumes sich auf die jeweilige Spielsituation anpassen müssen. Nicht nur die kognitive Schnelligkeit zählt dort, sondern natürlich auch verbunden mit der Reaktionsschnelligkeit. Und das sind alles natürlich wichtige Themen für den Fußballer von heute. Normalerweise werden ja kognitive und motorische Schnelligkeitsanforderungen miteinander verbunden, sodass dann im Endeffekt auch die Auge-Fuß-Koordination perfekt funktioniert. Für den Spieler bedeutet das natürlich, dass er sein Spielfeld in verschiedenen Phasen erstmal aufnimmt. Das heißt, dass er sozusagen in seiner Wahrnehmung sein Spielfeld scannt und in diesem gescannten Bildausschnitt natürlich dann die Informationen verarbeitet. Das heißt, als Beispiel ein Sechser, der vorher die Situation beobachtet durch gute Vororientierung und danach seine Entscheidung trifft, geht er ins 1 gegen 1, dreht er sich zu Spielfeldmitte auf, dreht er sich vielleicht dann doch eher nach hinten auf und spielt den Sicherheitspass oder hat er sich kurz vororientiert und kann sich in Spielrichtung aufdrehen. Das sind also alles diese Informationen, mit denen der Spieler letztendlich arbeiten muss. Und genau darauf versuchen wir natürlich auch als Trainer die Spieler ein Stück weit vorzubereiten. Im Umkehrschluss heißt das für das Training, wie kann ich es am besten vorbereiten, welche Punkte sind für den Trainer wichtig und wie kann ich mein Training abwechslungsreich fördernd für den Spieler und natürlich auch fordernd gestalten, sodass der Spieler den größtmöglichen Mehrwert davon hat und natürlich als kleiner Nebeneffekt das Training auch noch Spaß macht. Und genau diese Inhalte wollen wir in dem folgenden Film vermitteln.